Behalte die Statuen und Symbole im Auge. Macht Sachen. Gewohnheitstier. Das war knapp. Gott. Behalte die Statuen und den Boden auf. Ganz schön knapp. Okay, bald so gut. So knapp! So gespürt. Boah, Gott sei Dank. Puh. Oh, frische Luft. Du bitte jetzt nicht noch ein viertes Mal.
brauchen eine Axt. Eine Axt. Oh, was zur Hölle? Das ist unfair. Kann ich ihn wechseln? Ja. Schön, dich zu sehen, Shiva. Also, bringen wir es hinter uns. Jawohl. Jawohl, ja. Na klar. Siehst du? Ich sag doch, es ist gefährlich. Verletzt? Nur meine Würde. Das hätten wir. Hoffentlich Wasser. Sieht wässrig aus. Damit sind's drei. Weißt du, du bist ziemlich gut als Schatzjägerin. Ich lerne schnell. Eine Frage noch. Ich schätze, du könntest so ziemlich alles tun, was du willst. Warum willst du Shoreline unbedingt zurück? Ernsthaft? Mein Partner hetzt meine Männer gegen mich auf. Mein Lieutenant verschwindet mit dem Kopfgeld. Nathan und Samuel Drake kommen ungeschoren davon und du fragst, wieso ich Shoreline zurück will? Ja. Ich hatte die Verantwortung. Es war meine Verantwortung. Okay, womit spielst du da eigentlich ständig herum? Mein Anti-Stress-Spielzeug. War nach dem Umzug nach Australien plötzlich in der Post. Okay, wir gehen besser weiter. Nicht, dass Asaf uns noch überholt. Weißt du, ich hab's auch schon ein paar Mal verbockt. Dann muss man aufstehen und weitermachen. Was? Oh Gott, mein Lost. Das mag niemand. Will wieder nicht so, wie ich's will. Gehen wir zurück zum Wagen. Wo auch immer mein Lost-Stempel gerade ist. Vielleicht muss ich den doch einzeln machen, den Lost-Stempel. Okay. Also spielt Legacy of Thieves doch nach Uncharted 4, weil Samuel Drake kam ja erst nach Uncharted 4 vor. Abkürzungen sind immer gut. Zum Glück müssen wir nicht den gleichen Weg zurück. Ich hätte dir beim Ausweichen geholfen. Oh Gott, Fraser! Ja. Da stirbt sie. Hallo? Also spielt's doch nach Uncharted 4. Ja. Weiß schon, dass Lukas sich freut, wenn wir irgendwann mal Elden Ring spielen. Apropos Elden Ring, das muss ich noch kaufen. Das ist gerade im Xbox Store im Angebot. Würde sich freuen. Ganz oft, Dev. So, lass doch los. Genau, ganz oft plus eins. Kommt aber nicht mehr dieses Jahr, ne? Gut, so viel von diesem Jahr haben wir auch nicht mehr übrig, ne? Hey, falls du dich noch irgendwo umschauen willst,
solltest du das jetzt tun. Okay. Nö, wir haben eigentlich alles abgegrast. Gut, das eine Ding ist da nicht durchgestrichen, aber... Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie wir an den Rest kommen. Schau mal, ich glaube, dass dein knallharter Ruf dir diesen Job besorgt hat. Und du könntest das Geld sicher gut brauchen. Da hast du nicht unrecht. Weißt du was? Eigentlich nett zur Abwechslung mal mit einer Frau zu arbeiten. Das stimmt. Es gibt nicht viele von uns. Dieser eine Waffenhändler wollte den Boss sprechen. Als ich ihm sagte, dass ich das Sagen habe, wollte er aussteigen. Ah, was hast du gemacht? Ihm beide Beine gebrochen. Oh Gott. Oh, das ist kein Witz. Wollte mich nur dem Niveau anpassen. Oh, leg dich nicht mit Bros an. Das sollte ich auf meine Visitenkarte schreiben. Kannst du nicht einfach aufhören, einen Schlussstrich unter Shoreline ziehen? Ich wurde da reingeboren. Ich habe keine Wahl. Oh, man hat immer eine Wahl. Das Ding ist, jetzt muss ich erstmal wieder dahin zurückkommen. Ich finde mich ja hier so super zurecht. Komischen, sehr natürlichen Brücke. Los. Wollen wir? Verstanden. Wollen wir tanzen? Versuch es diesmal nicht kaputt zu machen. Frechheit. Was zum Teufel? Nicht gerechnet. Bereit? Ja, ich genieße nur den Augenblick. Ein neues Kapitel? Oh mein Gott. Ist meine Katze. Willkommen im Stadtkern von Halebid. Dem letzten bekannten Ruheort von Ganeshas Stoßzahn. Spektakulär. Was? Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen? Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir da noch rein? Moment. Ja, sieh dir die Krone an. Das war keine Erosion. Du hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto. Und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sag bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, es ist nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür.
Dazu ich. Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Hallebeet? Ja. Komm. Die große Schlacht. The Great Battle. So, aber ihr Lieben, ich würde für heute Schluss machen. Wir haben schon wieder 21 Uhr. Ihr wisst ja, unter der Woche mache ich noch bis maximal 21 Uhr, wenn wir abends streamen. Und ich weiß gar nicht, wann wir beim nächsten Mal, weil wenn The Lost Legacy wirklich nur 9 Kapitel hat, könnten wir das in 2 Streams durchziehen. Ne? Müsste ich mal gucken. Vielleicht spielen wir es mal irgendwann, wenn ich irgendwie frei habe. Wenn ich am nächsten Tag frei habe oder so. Da wird jetzt dieses Jahr nicht mehr so viel passieren. Aber vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken, ob wir es nächste Woche spielen. Ich weiß es noch nicht. Ach, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder bei Zelda. Und ich hoffe, Digital ist noch da. Mein Stream Deck ist gerade nicht da, auf jeden Fall. Ne? Mein Stream Deck zickt gerade ein bisschen mit mir. Das will gerade nicht so wirklich. Muss ich es oder manuell machen? Oh Gott. So was hat man Stream Deck, weißt du? Aber die Digital ist noch da. Da würde ich euch nämlich zur Digital rüberwerfen. Komm schon, Stream Deck. Jetzt! Muss ich immer erst links starten? Muss ich immer erst das Creator Dashboard. Also muss ich immer erst drohen. Ja. War schön, fand ich auch, Lukas. War auch schön mit euch. Und wir sehen uns dann hoffentlich am Mittwoch wieder. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, später eine gute Nacht und bis dahin macht's gut. Ciao.